Hallihallöchen und willkommen zurück bei einer neuen Episode mit Yooka-Laylee. Wir haben in der letzten Folge diesen verdammten Rittern, die hier auf dieser Insel überall verteilt sind, mal kurz ihren Schatz geklaut. Das war auch ganz gut so, denn es gab ein Pagey dafür. Und jetzt stehen wir vor der Wahl, entweder da entlang oder hier entlang oder wo auch immer hin. Aber ich entscheide mich, Moment mal, wie kommt man da hoch? Kann ich da auch hochfliegen? Wäre möglich. Aber gut, ich lasse mich schon wieder ablenken, das ist nicht gut. Wir gehen jetzt als erstes mal darüber. Mal sehen, was da drüben ist. Das sollte ja flugtechnisch kein Problem sein, dass wir da rüberkommen. So, easy. Was macht denn so einer hier? Nein, er hat mich gesehen. Ach, geh weg mit deinem Laser. Ey! Jetzt hör doch mal auf damit. Ich glaube, der hört echt nicht auf, solange ich nicht ein bisschen weiter weggehe. Ach, jetzt. Oh, der bewegt sich auch noch. So, dankeschön. Ey! Da komme ich so auch nicht hoch. Wieso komme ich da so nicht hoch? Was ist denn das für ein Blödsinn? Gibt es hier irgendwo Honig, damit ich festklebe? Nee, nix. Nada. Kann ich mit der Pflanze hier eigentlich irgendwas machen? Nee. Ach, hier sind zumindest mal Granaten. Okay. Kann zumindest mal den hier wegmachen. Ach, und da hinten liegt Honig. Okay. Alles easy. Und rein. Temple Terminal. Aha. Was soll denn das wieder bedeuten? Ich schätze mal grob, dass ich hier irgendwie schnell sein muss. Okay, ich schätze mal grob, hier komme ich wieder raus. Und hier steht schon wieder mal eine Toilette. Aber die darf man nicht benutzen. Die ist anscheinend kaputt. Da kann ich noch nicht rein. Also gehen wir mal hier entlang. Uiuiuiui. Au, fuck, ja, stimmt hier. Ah, von hier aus kann ich ja nicht. Ey! Jetzt reicht's aber auch. Das fängt ja schon wieder mal richtig scheiße an hier. Oh, fuck you, ey, dude. Na toll, zwei von denen, ey. Ich weiß noch immer nicht, wie man die Fucker eigentlich besiegen kann. Das macht denen anscheinend auch nichts. Ich sollte echt mal irgendwie herausfinden, wie man die besiegt. Das wäre, glaube ich, ganz hilfreich. Aber gut, versuchen wir es nochmal. Diesmal lässt du mich bitte mal im Frieden. Dankeschön. Toll, stehen die schon wieder da. Aber hier habe ich Feuer. Was aber gegen den anscheinend mal überhaupt nichts bringt. Wenn sie in diesen komischen Drehmodus reingehen. Ja, jetzt lässt du den Scheiß mal bitte. Ach, ich verpiss mich einfach, ey. Das ist doch hier... Totaler Bullshit ist das hier. Also, tschüss, Leute. Okay, euch hier gehe ich einfach mal... Ups. Ich wollte sagen, euch gehe ich einfach mal aus dem Weg. Aber das war wohl nix. Na toll, noch mehr von denen. Komm schon, bleib stehen. Arschloch. So. Ja, toll, natürlich trifft er mich noch. So, so. Das machen wir mal kaputt. Was habe ich jetzt aufgenommen? Ich habe keine Ahnung. Okay, damit öffnen wir mal das hier. Auch gut. Dann weiter. Hui, da geht's steil bergab. Uiuiui. Uiuiui. Okay, ich hätte irgendwie gedacht, das wird hier schneller.
Aber anscheinend doch nicht. Auch schon wieder so viele von denen. Ja, toll. Und ich laufe direkt rein. Das war natürlich auch wahnsinnig clever. Ja, natürlich treffen die mich wieder mit irgendeiner Scheiße. So, na geht doch. Easy. Okay, da hinten. Okay, hier hätte ich noch Eis. Kann ich damit irgendwas anfangen? Hier drin. Gut, damit hätte ich vielleicht ein bisschen einfacher die Gegner wegmachen können, aber sonst. Bringt mir das hier, glaube ich, mal überhaupt nichts, oder? Dass hier vielleicht irgendwo ein versteckter Schalter wäre, den ich damit aktivieren kann? Nein? Hm, keine Ahnung. Naja. Ja, okay, jetzt öffnet sich der Weg. Alles klar. Dann mal bitte wieder mit dem Taxi zurück. Kann ich mir hier mal wieder ein bisschen meine HP auffrischen. Ach, das tut echt gut. So, wo geht's denn hier jetzt hin? Uiuiuiui. Oh nein, 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 nein. Ach. Was soll ich mit euch, Jungs? So, da will ich rein. Dankeschön. Okay, wir gehen nach rechts. Da war das Häkchen. Wo sind wir jetzt wieder? Gut, hier sind zumindest mal keine Gegner. Das finde ich ja schon mal ganz in Ordnung. Aha. Jetzt wäre ich aber trotzdem noch mal ein bisschen neugierig, was wäre passiert, wenn ich den anderen Weg entlang gegangen wäre. Können wir noch probieren. Außer die Tür schließt sich jetzt. Das wäre natürlich total doof. Aber glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, dass das passiert. Aber wir können zumindest mal das Page hier einsacken. Und so, ich probiere das jetzt echt nochmal. Was, wenn ich den falschen Weg gewählt hätte? Dann düse ich jetzt einfach mal nach links. Mal gucken, was hier passiert. Okay, sehr viele Gegner stehen im Weg. Uiuiui, 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 uiuiui. Okay, hat aber funktioniert, hat funktioniert. Ach, da ist wieder einer von den Dicken. Ach ja, du lass mich bitte mal in Frieden. Okay, ich sehe sonst noch irgendwas außer der eine... Motherfucker. Es sieht mir nicht danach aus. Okay, wäre die Frage auch geklärt. Es bringt also überhaupt nichts, da entlang zu gehen. Außer man möchte gerne einen auf die Fresse haben. Aber sonst macht das keinen Sinn. Gut, wieder raus hier. Wir haben das Pagey. Wir können wieder abhauen. Das ging ja flott. Dafür, dass das so ein Riesenmeteoroid ist, wo wir hier gerade drin sind... Hätte ich mir ehrlich gesagt gedacht, das dauert ein bisschen länger. Okay, als nächstes. Wir könnten eigentlich gleich mal da nach unten gucken. So, hey, lauf nicht weg von mir. Okay, ach, hier bräuchte ich das Schiff, damit ich den Kram hier wegsprengen kann. Das kann ich so nicht.
Okay, da zeigt ein Pfeil nach oben. Hätte ich theoretisch von hier aus gehen müssen. Wahrscheinlich. Naja, auch egal. Mit der Flugeigenschaft ist das ja ziemlich egal. Okay, das schaffe ich so nicht. Das hätte ich mir auch vorher denken können. Toll ist das natürlich wieder. Wieder ganz toll. Dann machen wir es halt so. Denn ich weiß ja, hier oben ist noch ein Eingang. Aber vorher erstmal eine Runde im Kreis laufen. Wobei nicht so ganz. Hier ist nichts mehr. Gut. Rein da. Wo sind wir denn hier jetzt? Hier wäre mal wieder eine Röhre mit ein paar Gegnern. Aber sonst ist hier nicht so mega viel, hä? Nee, sieht nicht danach aus. Na dann, meine Freunde. Oh, fuck, da ist das noch einer von denen. Und noch ein zweiter von denen. Ach, ich hasse die Typen einfach. Habe ich ihn erwischt? Ich habe ihn erwischt. So. Gut. Weiter geht's. Keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Ach, ist hier das hier wieder so ein Winddingsbums? Ach, nö. Sowas hatten wir doch im Casino auch schon mal. Ne, Moment mal, das hier ist ein bisschen anders. Okay, will ich da echt runterspringen? Okay, das bringt mir rein gar nichts. Ich komme hier nicht hoch. Na gut, dann geht's nach unten. Hier ist ein Schalter. Das ist ja schon mal was Gutes. Welcher sicherlich... Och nö, schwimmen muss ich. Och, das finde ich aber scheiße. Komm schon, beweg dich doch ein bisschen schneller unter Wasser. Okay, aber wir sind zumindest mal wieder hier durch. Ja, das hat ja immerhin mal funktioniert. Ich möchte nur gern die Feder hier haben, verdammte Scheiße. Mann, wie man das aber auch hier überhaupt nicht einschätzen kann, wo die sich im Raum befindet. Na, geht doch. Kann ich hier gleich mal ein bisschen weiter gucken, was soll ich hier tun eigentlich? Hier schwimme ich da entlang. Okay. Ach, hier links ist auch noch eins von den Teilen. Das kann ich aber nicht verschieben. Na gut, aktivieren wir das hier mal. Wir werden ja sehen, was passiert. Es ist natürlich wieder Wasser. Was denn sonst? Kann ich das hier jetzt eventuell vielleicht... Okay, ich muss das da reinschieben. So ungefähr. Und da ist das Peachy. Komm, ach. Gut, das haben wir zumindest mal. Ich habe auch schon gesehen, da hinten geht es auch noch nach oben. Das ist hier ein bisschen verdeckt und versteckt. Aber da ist ein Weg. Haha, sage ich doch. Yay, haben wir das auch gefunden. Ein bisschen mehr Leben. Auch schön. Kann man immer gebrauchen. Okay, jetzt darunter. Darunter. Hier so und so. Kann ich das jetzt einfach zur Seite schieben? Nein, kann ich nicht. Ja, wie komme ich denn jetzt wieder raus? Wie komme ich jetzt wieder raus? Das Teil hier bringt mir auch nichts. Ah, okay. Man kann es kaputt machen. Alles klar. Geht das bei dem auch? Nein, natürlich nicht. Aber gut, das heißt zumindest, ich kann jetzt, wenn ich hier wieder das Wasser aktiviere, dann links vorbeischwimmen. Das geht. Nach unten bitte.
Okay, jetzt müssen wir also 10 Sekunden warten, bis die Zeit vorbei ist. Na gut, dann entspannen wir uns mal kurz. Ah, schön mal die Gliedmaßen strecken. Oh, tut das gut. Ah, so, und die Zeit ist vorbei. Gut, das wäre erledigt. Was ist eigentlich, wenn ich hier nach unten springe? Sieht nach Tod aus. Nicht so geil. Aua, du Sackgesicht, ey. Boah, ich habe jetzt aber momentan echt keinen Bock, mich um euch zu kümmern. Lassen wir das einfach mal bleiben. So, okay, wäre das wieder erledigt. Wieder ein neuer Punkt von der Liste gestrichen. Okay, ich schätze mal grob gesagt, dieses Rohr da drin hat mich da nach oben hingeführt. In dieses Teil. So, beim Schiff fahren wir ja schon. Da unten komme ich momentan noch nicht rein. Da brauche ich das Boot. Da hinten waren wir doch noch nicht. Da unten wäre auch noch etwas, wo wir aber ebenfalls das Boot, wie es aussieht, bräuchten. Ich fliege jetzt einfach mal darüber. Ich hoffe mal einfach, das reicht von der Zeit. Ansonsten bin ich ein bisschen angefressen. Uiuiui, das wird jetzt aber schon knapp. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Nee, reicht. Easy. So, Landung. Okay, zuerst mal hier Plumpsklo abchecken. Sehr schön. Aua! Jetzt lass den Blödsinn doch. Und wieder kein Schmetterling. Wieso geben die mir die Penner nie Schmetterlinge? Ey, da muss ich gleich mal abkacken. Gut, das ging jetzt zwar daneben. Auch egal. Ich hab doch... Moment mal, jetzt habe ich hier doch echt Furzgeräusche gehört. Da ist echt jemand drin. Ist da draußen jemand? Hilfe! Hallo, wo liegt das Problem? Kein Klopapier mehr. Dem Himmel sei Dank. Hier drin herrscht echt das Chaos. Der Abfluss ist im Eimer. Und ich stehe am Rande eines ernsthaften Problems. Herrje, wie können wir helfen? Wenn ihr die Toiletten nutzen möchtet, müsst ihr nach unten gehen und den Abfluss reparieren. Aber seid schnell! In dieser Kabine geht das Klopapier aus. Und ich habe nur noch das goldene Stück Papier. Hier. Kannst du das bitte anschließend waschen? Wir sammeln die Dinger. Lily, wir machen so schnell wie können. Guter Mann. Halte durch. Danke vielmals, Leute. Moment. Ich mache die Tür für euch auch. Ich habe die Fernbedienung. Ach, da hinten. Aha. Ja, vorher hier noch gerne mal bitte Federn mitnehmen. Mein Gott, der Typ ist aber auch am Pupsen. Mann, oh Mann, ey. Was ist denn das für eine Toilette hier? Mit Ausblick. Auch schön. Also da würde ich mich echt gerne mal draufsetzen. Vielleicht diese Algen oder Tentakel oder was das sind, die vielleicht rausnehmen. Aber sonst ist das eine geile Toilette. So, okay, da runter. Hui! Rohre im Weltraum. Okay, was genau machen wir denn hier jetzt? Ich gehe jetzt... Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, ich gehe jetzt einfach hier mal so weiter und einfach mal gucken, was hier ist. Aber das geht anscheinend nicht ohne den Schalter. Okay, habe ich jetzt die Toilette gespült? Nein. Was bringt mir denn das dann? Ich aktiviere hier nochmal.
Okay, ich muss hier wahrscheinlich, glaube ich, erst das Rohr zusammenbasteln, aber ich kann ja momentan zumindest... Machen wir das hier einfach mal so. Ich hoffe einfach, dass ich schnell genug hier irgendwie rauskomme. Oh, scheiße, ich habe ihn aufgeweckt. Das ist nicht gut. Lass mich doch einfach im Frieden, Junge. Was macht denn der Schalter? Einfach mal draufhauen. Okay, Shortcut. Okay, er geht wieder pennen. Das ist gut. So, dann wollen wir hier doch bitte mal das Rohr vervollständigen. Gut. Hier kann ich auch nach unten. Bringt mir das irgendwas? Sieht irgendwie nicht danach aus. Ja, nimm doch den Schmetterling mit. Okay, jetzt haben wir da hinten wieder ein Problem. Mann, 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 wer hat nur diese Abflüsse hier gebaut? Aber das ist ja kein Problem. Hier kommen wir locker flockig rüber. Hup, nein, oh, oh, falsche Taste. Da hätte ich fast ein bisschen Blödsinn gemacht. Oh nein, hier kann ich nicht stehen. Ach, da ist auch wieder diese Suppe. Ach, die habe ich jetzt überhaupt nicht bemerkt. Okay, kann ich hier irgendwas machen? Ist da drin irgendwas? Nee. Aber ich glaube, mit diesem Rohr muss ich trotzdem hier irgendwie irgendwo was machen. Ich glaube nämlich echt, das muss da irgendwie nach unten. Aber ich sehe auch, dass sich dahinter ein Schalter verbirgt. Den können wir doch gerne mal aktivieren. Es ist wieder ein Shortcut. Okay, jetzt muss ich mir nur... mal überlegen. Nein, wo fliegst du denn hin? Wo fliegst du denn hin? Ja gut, dann bekomme ich halt Damage. Ist mir auch egal. Hauptsache, du bleibst hier oben mal stehen. So, Moment mal. Vielleicht kann ich das hier einfach... Wenn ich mich eventuell mal schnell runter mache, kann ich das nicht einfach nach unten rollen? Ja, das geht. Auch wenn es nicht besonders schnell ist. Aber es reicht aus. Ja gut, wieder ein bisschen Schaden bekommen. Ist egal. Okay. Haben wir alle Rohre erledigt? Ich glaube schon. Dann aktivieren wir doch einfach noch einmal die Spülung. Ja, es funktioniert. Die Kacke ist weg. Ja, es spült. Ich bin gerettet. Und wir bekommen das goldene Klopapier. Wunderbar. Ist ja alles wunderschön. Und tschüss. So, ich hoffe einfach mal echt, dass sich der damit jetzt nicht den Arsch abgewischt hat. Aber wir nehmen das hier einfach mal mit. Wie läuft's so da drin? Viel besser, danke. Ihr habt euch eure Belohnung wirklich verdient. Jetzt ist gerade etwas nachgerutscht. Ich werde hier drin also noch ein wenig brauchen. Danke. Ich hoffe, das geht gut aus da drin. Ja, das hoffe ich auch. Denn so eine Verstopfung... Sei es jetzt im Rohr oder im Dickdarm, ist echt nichts Schönes. Das kann ich euch sagen. Gut, okay. Was das hier dann alles eigentlich zu bedeuten hat, würde ich einfach mal sagen, sehen wir dann in der nächsten Episode von Yooka-Laylee. Und ich merke echt schon, dass ich hier wohl ein bisschen Zeit brauchen werde, um das hier rauszukriegen.
Aber gut, wie gesagt, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Und bis dahin sage ich Tschüss, auf Wiedersehen und man sieht sich.